Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 61, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Nein zum völkerrechtswidrigen Angriff des Erdogan-Regimes auf die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien, Solidarität mit den Menschen in Afrin, Safe Afrin. Zusammen, das ist die Drucksache 19-5990. Dazu rufe ich auf den Dringlichen Antrag Tagesordnungspunkt 65, Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Situation in Syrien. Das ist die Drucksache Nummer 6001. Zur Aussprache hat sich zunächst zu Wort gemeldet Herr Kollege Schalauske. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit dem Überfall der türkischen Armee auf die von Kurden selbstverwalteten Gebiete in Nordsyrien sind laut Medienberichten mindestens 55 Zivilisten getötet worden. Bilder von getöteten und trauernden Menschen gehen um die Welt. Dieser Krieg bringt für die Zivilbevölkerung Tod, Zerstörung, Fluchtbewegung und eine humanitäre Katastrophe hervor. Und dieser Überfall der türkischen Armee auf die Kurdinnen und Kurden in Syrien ist nicht weniger als ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und ein großes Verbrechen, meine Damen und Herren. In den vergangenen Tagen haben an vielen Orten in Hessen Menschen gegen diesen Krieg protestiert. Und ich finde, auch wir hier sollten hier und heute als Hessischer Landtag ein Zeichen setzen und diesen Krieg eindeutig und unmissverständlich verurteilen. Der türkische Präsident Erdogan, der das Land in eine autoritäre Diktatur verwandelt, behauptet, in Nordsyrien Terroristen zu bekämpfen. Aber ich frage Sie, wer hat denn dem IS, deren Terrorbanden die Stirn geboten? Wer hat dem Terror in Nordsyrien die Stirn geboten? Das war doch die kurdische YPG, gegen die der Autokrat Erdogan seinen Feldzug führt. Und wie glaubwürdig ist ein Präsident, der vorgibt, gegen den Terror zu kämpfen, während er für die Verhaftung von tausenden Demokraten, Journalisten und kritischen Stimmen aus Politik und Zivilgesellschaft, wie unter anderem unzählige Mitglieder unserer Schwesterpartei HDP, verantwortlich ist? Wie glaubwürdig ist ein Präsident, der auch im Südosten der Türkei einen blutigen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung führt? Nein, der türkische Staatschef Erdogan ist kein Vorkämpfer gegen den Terror, sondern er ist ein Förderer des islamistischen Terrors, und er terrorisiert Teile der Bevölkerung im eigenen Land. Ein solcher Autokrat darf und kann nicht Partner der deutschen Politik sein, meine Damen und Herren. Seit Beginn des Überfalls auf Nordsyrien sind in der Türkei auch über 300 weitere Menschen festgenommen worden. Da dürfen wir nicht weiter wegschauen. Der völkerrechtswidrige Krieg eines NATO-Mitgliedstaats, des NATO-Mitgliedstaats Türkei, gemeinsam auch mit islamistischen Terrormilizen, ist eine Schande. Aber eine genauso große Schande ist, dass die Großmächte und regionale Einflussstaaten die Menschen in Afrin fallen lassen. Und es ist eine Schande, dass die Bundesregierung weiter diesen türkischen Autokraten hofiert, der in seiner Sprache und auch seinen Handlungen jedes Maß verloren hat, Herr Bellino. Erdogan betreibt seit Abschluss des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals, das ja auch im Wesentlichen auf Betreiben der deutschen Regierung zustande gekommen ist, eine Politik der offenen Erpressung gegenüber der EU und eben auch der deutschen Bundesregierung. Und diese machtpolitische Kumpanei, zuletzt übrigens mit Bildern eines teetrinkenden deutschen Außenministers mit seinem türkischen Kollegen in Goslar untermauert, diese Kumpanei, die vor allem auf dem Rücken der Flüchtlinge in syrischen Kriegsgebieten ausgetragen wird, diese Kumpanei muss endlich ein Ende haben, meine Damen und Herren. Aber es gibt noch eine weitere deutsche Verantwortung. In Afrin kommen in Deutschland hergestellte Leopard 2-Panzer zum Einsatz. Teile dieser Panzer wurden und werden in Hessen hergestellt. In Kassel stellt bekanntlich der deutsche Rüstungskonzern Krauss-Maffei-Wegmann die Geschütztürme für Leopard 2-Panzer her.
Deswegen muss ich Sie an dieser Stelle noch einmal klar sagen, wer Waffen in alle Welt exportiert, der darf sich auch nicht wundern, wenn diese Waffen in blutigen Kriegen zum Einsatz kommen, unschuldigen Menschen das Leben kosten und unzählige Menschen in die Flucht zwingen. Krieg, meine Damen und Herren, ist und bleibt die Fluchtursache Nummer eins in der Welt. Und wer Fluchtursachen wirklich bekämpfen will, der muss Waffenproduktion und Waffenexporte endlich beenden. Und leider ist es ausgerechnet eine große Koalition, die Jahr für Jahr für Rekordwaffenexporte sorgt. Und dieser Wahnsinn, der muss ein Ende haben. Und es müssen jetzt vordringlich vor allem alle deutschen Rüstungsexporte in die Türkei gestoppt werden. Wir müssen aber weitergehen. Das tödliche Geschäft mit der Rüstung muss beendet werden. Und wir brauchen einen Ausstieg aus der Rüstungsproduktion und einen Einstieg in die Rüstungskonversion. In der Hessischen Verfassung heißt es, Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist verächtet. Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam hier ein klares Zeichen gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Als Nächster spricht für die Fraktion der CDU Herr Kollege Schwarz. Bitte schön. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Bevor ich in die Begründung unseres Antrags einsteige, möchte ich eine Änderung bekannt geben, weil mir signalisiert wurde, dass es Fraktionen gibt, die möglicherweise dem Antrag zustimmen. Also, zu unserem Antrag der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Situation Syrien ändern wir den vorletzten Satz in der viertletzten Zeile. Ich lese vor, er bittet vor diesem Hintergrund die Bundesregierung darum, dies deutlich gegenüber der türkischen Regierung zum Ausdruck zu bringen. Dies bitte ich zur Kenntnis zu nehmen, weil die Papiere schon auf dem Tisch lagen, als diese Abstimmung erfolgte. Meine Damen und Herren, ein sehr ernstes Thema am Ende einer anspruchsvollen Parlamentswoche. Die Situation in Syrien ist höchst problematisch. Syrien hat in den letzten Jahren einen fürchterlichen Krieg erfahren, Leid und Elend in einem Übermaß über die Bevölkerung gestreut. Und die türkische Offensive in Nordsyrien ist das Gegenteil dessen, was Syrien und der Nahe Osten brauchen. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Wir fordern daher ein Ende der Gewalt. Wir fordern eine friedliche und diplomatische Lösung. Und wir fordern und wünschen uns, dass der Dialog im Vordergrund steht und nicht der Konflikt. Deswegen sagen wir, jawohl, der UN-Friedensprozess ist der richtige Weg, um diesen höchst problematischen Konflikt in den Griff zu bekommen. Deswegen wünschen wir uns, dass die Kampfhandlungen unverzüglich stoppen und die Gespräche intensiviert werden. Ich will allerdings nicht verhehlen, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, dieses Thema, so ernst und bedeutsam wie es ist, ist kein kernlandespolitisches Thema. Dennoch, das machen wir gerne, bitten wir die Landesregierung, über alle verfügbaren, über alle zur Verfügung stehenden Kanäle für friedliche Beilegung des Konflikts zu arbeiten. Da ist zunächst einmal unerheblich, woher die Waffen kommen. Das Problem muss gelöst werden. Die Beurteilung von Waffenausfuhren, und das war seit jeher so, ist unter Beurteilung der Sicherheitslage Sache der Bundesregierung. Ich halte das auch für die richtige Entscheidungsebene, dass dort die Entscheidung zu treffen ist. Fakt ist, und das meine ich sehr ernst, im Jahr oder in den 90er Jahren, als die Leopard 2 Panzer an den damals verlässlichen NATO-Partner Türkei geliefert wurden, haben wir
diese Waffen an ein befreundetes Land ausgeliefert. Daher war damals die Entscheidung richtig. Das ist eine Frage auch von Bündnistreue. Und ich gebe ein klares Glaubensbekenntnis. Jawohl, wir brauchen die NATO als Stabilitätsanker zur Sicherheit und zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, meine Damen und Herren. Und jetzt will ich Ihnen eins sagen. Zu Ihnen komme ich jetzt. Leider hat die Türkei eine dramatisch negative Entwicklung genommen. Spätestens seit dem sogenannten Umsturzversuch, aber auch schon vorher. Da will ich sehr deutlich sagen, das Problem hat einen Namen. Dieser Name ist Erdogan. Und ich möchte nicht die befreundeten Türken Erdogan gleichsetzen, sondern das Problem ist tatsächlich dieser Staatschef, der aus einer demokratischen Blüte, die im Beginn war zu wachsen, tatsächlich den Ansatz wieder zu einem totalitären Staat gemacht hat, meine Damen und Herren. Das ist unsäglich. Die Fortschritte zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und zur Gewaltenteilung sind leider de facto und in Teilen auch de jure rückgängig gemacht worden. Und das bedauern wir sehr. Gut ist, dass die Bundesregierung entschieden hat, den geforderten Minenschutz für die Panzer nicht auszuliefern. Das war eine goldrichtige. Herr Kollege, bitte letzter Satz. Herr Präsident, ich komme zügig zum Ende. Gut ist, dass die internationalen und nationalen Kräfte miteinander im Gespräch sind und daran arbeiten. Wir wollen helfen, diesen Prozess fortzusetzen. Was wir gleichwohl nicht akzeptieren, ist, dass die Linkspartei in ihrem parteipolitischen Chaos versucht, diesen Konflikt auf Deutsch. Kollege, bitte allerletzter Satz. Und beispielsweise mit linken Abgeordneten in Oberhausen diesen Konflikt auf Marktplätzen mit Demonstrationen, mit illegalen Flaggen entsprechend begleitet. Das akzeptieren wir ausdrücklich nicht. Könnte das jetzt. Herr Kollege, die Redezeit ist jetzt endgültig abgelaufen. Herr Kollege, die Redezeit ist um. Bitte sehr. Als nächstes spricht Herr Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Ich wollte noch etwas Persönliches sagen, Herr Präsident. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kollegen, vorab, ich frage mich dann schon, warum wir mittlerweile bei fast jeder Plenarwoche uns mit einem Antrag der Linksfraktion beschäftigen müssen, wenn die gesamte Tagesordnung eigentlich schon behandelt ist, die aktuellen Stunden beraten sind und es wirklich schlimme Dinge in der Welt passieren und wir uns hier damit beschäftigen, obwohl wir als Hessischer Landtag nur wirklich gar keine Kompetenz dazu haben und auch keinen Einfluss darauf, was passiert. Meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich, Herr Kollege, ja, die Möglichkeit der Aktuellen Stunde. Sie wollen aber dann immer am Ende einer Plenarwoche noch einmal einen Punkt setzen. Wir haben das ja auch immer bisher sehr großzügig alles mitgetragen. Herr Schwarz, das kann ich Ihnen jetzt auch schon sagen. Wir als FDP-Fraktion, den Änderungsantrag, den Sie mündlich vorgetragen haben, ist in der Sache sehr gut. Wir werden als FDP-Fraktion dem Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 GRÜNEN auch zustimmen. Meine Damen und Herren, die Türkei verhält sich nicht mehr wie ein NATO-Verbündeter. Das steht außer Zweifel. Und den Weg, den die Türkei eingeschlagen hat, der wird aus der NATO herausführen und er wird von der EU wegführen. Das ist ein Weg, den wir mit Sicherheit mit Bedauern wahrnehmen müssen. Und
Der Weg aus einer NATO heraus hat dann eben auch für Rüstungsexporte erhebliche Konsequenzen. Das ist eine Grundsatzfrage, mit der sich die NATO-Gremien auseinandersetzen müssen. Die Bundestagsfraktion der FDP hat auch schon entsprechend ihre Anträge und ihre Stellungnahmen formuliert, dass sie erwartet, dass die Bundesregierung auch auf die NATO-Gremien einwirkt, um entsprechende Gespräche mit der Türkei zu führen, wo denn dieser Weg enden soll. Das Völkerrecht, meine Damen und Herren, wird dort mit Füßen getreten. Und lassen Sie mich eine persönliche Meinung abgeben. Es stimmt, dass gerade die Kurden, was den IS anbelangt, einen hohen Preis bezahlt haben, dass die Kurden einer der wichtigsten Verbündeten in dieser Frage waren und dass nicht zuletzt ja auch die Bundesregierung damit gezeigt hat, dass sie den Kurden mit Waffen auch geholfen hat und auch mit Beratern. Meine Damen und Herren, dass dann die Kurden einen legitimen Anspruch daran erheben, Herr Klee, dass die Kurden dann irgendwann einen legitimen Anspruch erheben, einen eigenen Staat zu haben, kann ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich weiß auch nicht, wie man, wie die Völkergemeinschaft irgendwann den Kurden diesen Weg und dieses Ansinnen denn nicht entsprechen will. Ob das zur Befriedung der gesamten Region beitragen wird, weil dort Türkei, Iran, Irak ganz unterschiedliche Interessen dann auf einmal aufeinanderstoßen, das weiß ich nicht. Meine Befürchtung ist, dass es den Konflikt eher verschärft. Aber wenn man mich fragt, ja, ich glaube, die Kurden haben mittlerweile ein Recht auf einen eigenen Staat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als Nächstes spricht zu uns Frau Kollegin Hamann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem zynischen Namen Operation Ölzweig startete die Türkei am 21. Januar dieses Jahres eine Militärintervention in Syrien, indem sie ihre Truppen in die nordsyrische Region Afrin einmarschieren ließ. Eine Ausweitung der Aktionen Richtung Irak wird ausdrücklich von der Türkei nicht ausgeschlossen. Die türkische Regierung rechtfertigt dies mit dem Vorwurf der Terrorgefahr und ethnischen Säuberung. Diesen Vorwurf macht sie der YPG, dem militärischen Arm der kurdisch-syrischen Partei der Demokratischen Union, der PYD. Aber Belege für diese Vorwürfe hat bisher die Türkei in keiner Weise geliefert. Deshalb ist wohl das eigentliche Ziel das Zurückdrängen der Kurden und auch das Zerstören der Ambitionen auf einen eigenen Staat. Und alleine jetzt der YPG zur kurdischen Arbeiterpartei PKK, die Nähe also dazu ist keine Rechtfertigung für eine Militärintervention der Türkei in Syrien. Und deshalb kann man feststellen, dass diese Militärintervention eine unverantwortliche Gewalteskalation von Seiten der türkischen Regierung ist. Und damit hat Kollege Lenders hat es schon gesagt, die Türkei gegen das Völkerrecht verstoßen. Es ist potenziell völkerrechtswidrig, was hier vonseiten der Türkei gemacht wird. Und für uns Deutsche ist es problematisch, weil in den Angriffen natürlich auch Panzer und Waffen aus deutscher Produktion verwendet werden. Und mit diesen Waffen werden Menschen angegriffen, die noch, das muss man wissen, vor wenigen Monaten gegen den sogenannten Islamischen Staat, gegen die IS gekämpft haben. Und zudem zählt Afrin zu den wenigen Gebieten, die bislang vom Krieg in Syrien ja weitgehend verschont geblieben sind. Afrin ist deshalb ein ganz wichtiges Rückzugsgebiet für Flüchtlinge und auch Binnenvertriebene innerhalb von Syrien. Unzählige Menschen, das ist Ihnen bekannt, sind bereits durch den Krieg des Assad-Regimes gegen seine eigene Bevölkerung und die barbarischen Verbrechen des IS zur Flucht in dieses Gebiet gezwungen worden. Sie sind durch den türkischen Einmarsch erneut nun von Krieg und auch von Vertreibung bedroht. Und man kann feststellen, bereits einige Tage nach Beginn der Intervention befanden sich mehr als 5.000 Menschen auf der Flucht vor der türkischen Offensive.
Meine Damen und Herren, durch diese Militärintervention ist die Frage nach Waffenexporten aus Deutschland auch wieder in den öffentlichen Fokus geraten. Ich denke, das ist auch gut so. Deutschland hat daher auch eine Verantwortung. Ich betone es. Deutschland muss als eine der führenden Nationen in Europa daher seiner Rolle gerecht werden und bei der Lösung des Konfliktes eine Vorreiterrolle auch übernehmen. Und dazu gehört auch konsequentes Handeln innerhalb der Bundesregierung. Konsequentes Handeln bedeutet, alle deutschen Rüstungsexporte in die Türkei müssen umgehend auch gestoppt werden. Müssen so lange auch gestoppt werden, gerade bis die Türkei zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist auch möglich, diese Exporte einzuschränken. Beispiele gibt es dafür. Der damalige Außenminister Westerwelle hat dies nach der Revolution in Ägypten getan, und auch Lieferungen an die Türkei wurden bereits einmal begrenzt. Also ist auch machbar. Das gilt auch für die von der türkischen Regierung geforderte Aufrüstung der Leopard-2-Panzer, die offenkundig gegenwärtig in dieser türkischen Militäroffensive eingesetzt werden. Und ebenso, das finde ich ganz wichtig, muss das Vorhaben zur Beteiligung deutscher Unternehmen an Rüstungskonsortien, wie sie jüngst im Fall des Rheinmetall-Vorhabens zur Unterstützung des Aufbaus einer Panzerfabrik in der Türkei öffentlich wurden, auch beendet werden. Und zugleich muss es jedoch auch heißen, es muss wieder die Stunde der Diplomatie schlagen. Die Genfer Runde, die Friedensverhandlungen für Syrien in Genf, bieten eine absolut gute Gelegenheit dazu. Und Deutschland, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, muss diese Gespräche auch weiterhin nach Kräften auch unterstützen. Es ist auf Bundesebene angesichts der Lage in Syrien und ihren Folgen oft davon gesprochen worden, die Fluchtursachen bekämpfen zu wollen. Am vorliegenden Fall lässt sich gut zeigen, dass Rüstungsexporte einer dieser Fluchtursachen sind. Hier wäre eine Geste der Humanität gefragt. Man kann Fluchtursachen nicht bekämpfen, wenn man den unangenehmen Wahrheiten auch über eigene Verantwortlichkeit nicht ins Auge schaut. Wer Fluchtursachen bekämpfen will, aber nur den Ausbau Europas zur Festung meint, machen zu müssen, der hat die Werte unseres Grundgesetzes nicht verinnerlicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Land Hessen unterhält als einziges Bundesland eine Partnerschaft mit einer türkischen Region. Ich bin der Europaministerin sehr dankbar dafür, dass sie in diesen schwierigen Zeiten den Gesprächsfaden mit der Türkei nicht abreißen lässt. Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Allerdings müssen wir auch feststellen, wir können keine Außenpolitik machen. Das ist Sache des Bundes. Die Bundesregierung muss sich daher für eine diplomatische Offensive gegenüber der Türkei und Vertreterinnen und Vertretern der kurdischen Bevölkerung in der Region einsetzen und Druck für eine politische Regelung der Kurdenfrage aufbauen. Gemeinsam, Kollegin, bitte letzter Satz. Letzter Satz. Gemeinsam muss es uns mit allen Kräften gelingen, ein weiteres Blutvergießen in Syrien zu verhindern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hamann. Als nächstes spricht Frau Kollegin Öztürk. Sie haben 2,5 Minuten. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist wichtig, dass wir im Hessischen Landtag auch die Situation in Nordsyrien diskutieren. Und es ist nicht importierte Politik aus Nordsyrien hierher nach Deutschland, sondern wir haben sehr viele Menschen mit kurdischen Wurzeln, mit der kurdischen Identität, die hier leben, die hier demonstrieren, die sich Sorgen um ihre Angehörigen machen. Und wir haben auf der anderen Seite deutsche Panzer, deutsche Waffen, die dort auch gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Und von daher müssen wir auch hier in Hessen darüber diskutieren. Daher ist es auch hier der richtige Ort. Wenn wir über Nordsyrien reden, möchte ich nur daran erinnern, dass das die Region ist, in der viele Minderheiten aus Zentralsyrien, auch aus Aleppo beispielsweise, hingeflüchtet sind. Das sind christliche Minderheiten, es sind jesidische Minderheiten. Also es ist, was in Nordsyrien passiert, nicht ein Konflikt alleine zwischen Kurden und Türken, sondern dieser Kampf oder dieser Krieg und dieser Angriffskrieg, möchte ich sagen, hat zur Folge, dass Minderheiten, die aus den dschihadistischen oder auch vom Assad-Regime geflohen sind, in Norden Syrien Schutz gefunden haben, dass sie erneut Opfer werden. Und wenn wir uns das anschauen, was
dass die türkische Miliz, die türkische Truppen mit, der freien syrischen Armee dort verursacht. Man denkt, freie syrische Armee hört sich nach einer liberalen Armee an. Dem ist nicht so. Das sind eindeutig Dschihadisten, die dort in dieser Region eine ethnische Säuberung vollziehen wollen und den Islamismus dort etablieren wollen, meine Damen und Herren. Das kann nicht das Ziel sein, und deswegen dürfen wir nicht wegschauen. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass Erdogan in dieser Politik nicht seine Grenzen schützen möchte. Es gibt keinen Angriff vom syrischen Boden in die Türkei. Er hat schon einmal versucht, den Bündnisfall 5 auszurufen in der NATO, weil er in Syrien einmarschieren wollte. Jetzt kommt er mit dem Artikel 51. Das sind durchscheinende Argumente. Sein eigentliches Ziel ist, für 2019 seine eigene Macht zur Präsidentschaftswahl zu etablieren. Sein einziges Ziel ist, alle oppositionellen Kräfte in der Türkei auszuschalten, sie mit dem Terrorvorwurf zu inhaftieren, und nichts anderes macht er momentan. Über 300 Leute sind inhaftiert worden, weil sie sich in Social Media gegen den Krieg ausgesprochen, für den Frieden ausgesprochen haben. Es werden Ärzte von führenden Ärzteorganisationen etabliert, weil sie sagen, es wird auch die Zivilbevölkerung dort umgebracht. Es wird ein kurdischer Fußballer, der in Deutschland spielt, Naki, dem ein Fußballverbot in der Türkei auferlegt, weil er sich für die kurdische Identität stark gemacht hat. Deutsche Politiker in der Türkei mit kurdischen oder diplomatischen, ich sage jetzt mal liberalen Wurzeln, werden bedroht, weil sie sagen. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich mache einen Schluss. Und es wird leider in DİTİB-Moscheen zum Sieg oder zum Gebet für den Sieg in diesem heiligen Krieg aufgerufen. Von daher sind wir betroffen, und es ist wichtig, dass wir wachsam sind und auch in dieser Situation den Anfängen wehren, weil vor 100 Jahren hat auch dieser Verbündete Türkei, Osmanisches Reich, den Massenmord an den Armeniern vollzogen. Und er hat auch allerletzter Satz, bitte. Einen Massenmord an anderen Völkerminderheiten zu vollziehen. Deswegen müssen wir hinschauen. Herzlichen Dank, auch dass ich überziehen durfte. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Als Nächstes spricht der Abg. Stefan Krüger für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu später Stunde ein kompliziertes Thema. Es geht vordergründig um die Situation, die wir im Augenblick in Syrien erleben, mit dem Einmarsch türkischer Truppen. Aber dahinter geht es eigentlich um viel mehr. Es geht um die Frage, wie kann eigentlich eine weltweite Friedensordnung wieder oder überhaupt etabliert werden. Dann nutzt es nichts, Waffenexporte auf Kassel zurückzuführen oder auf Krauss-Maffei-Wegmann, sondern es geht darum, dass wir zu einer Lösung kommen müssen, wie wir insgesamt wieder zu einer vernünftigen Abrüstung in unserer Welt und natürlich auch in den betroffenen Konfliktregionen kommen. Denn es macht ja keinen Sinn, jedes Mal, wenn wieder irgendetwas passiert in der Welt, zu beklagen, dass da jetzt auch wieder deutsche Waffen beteiligt sind oder amerikanische Waffen oder wie auch immer, aber in der Zwischenzeit keine Lösung dafür zu finden, wie wir vernünftige Friedensordnungen aufbauen. Es würde jetzt ein längeres Referat bedeuten, wenn man jetzt ausarbeiten wollte, wo eigentlich der Krieg in Syrien herkommt, wo diese Konfliktsituation herkommt, wie sich der IS entwickelt hat. Da müsste man vieles über den völkerrechtswidrigen Einmarsch im Irak reden und so weiter und so fort. Das sind aber die Themen, über die man im Ganzen reden muss, wenn man sich dann am Schluss die Folgen in diesem Falle angucken muss. Die Türkei war ein verlässlicher Bündnispartner der NATO, übrigens auch in Zeiten, in denen es um die Demokratie in der Türkei nicht so gut stand. Das vergessen viele, die jetzt sagen, es wäre jetzt eine besondere Situation. Das ist damals eine schwierige Situation gewesen, zu Zeiten von Militärputschen. Und das ist auch heute eine schwierige Situation, weil die Südostflanke der NATO spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Und man kann nicht einfach sich hinstellen und sagen, das ist uns egal, die Türkei hat in der NATO nichts zu suchen. Vielleicht sollten wir eher darauf hinwirken, dass die Türkei
dass sie, vielleicht sollten wir eher darauf hinwirken, dass die Türkei mit ihren demokratischen Institutionen wieder mehr dem entspricht, was wir in der NATO als verbindliches gemeinsames Wertesystem empfinden. Das ist der schwierigere Weg. Es ist viel einfacher, jetzt die Türkei zu verurteilen und zu sagen, das ist alles ganz schlimm, was da passiert. Aber, und das kann man auch machen. Es ist auch schlimm, was da passiert. Aber das alleine reicht nicht. Deswegen ist es wichtig, zum jetzigen Punkt klarzumachen, was da gerade passiert, was die Türkei macht, ist nicht richtig. Und es muss auch verurteilt werden. Es muss aber auch mehr passieren. Es ist in der Tat auch richtig, die Bundesregierung aufzufordern als Gesamtes. Und insofern begrüßen wir es, dass Sie das allgemeiner formuliert haben jetzt in dem CDU-Antrag und nicht nur den Bundesaußenminister da in die Pflicht nehmen wollen, weil es ist natürlich auch die Bundeskanzlerin und es ist natürlich auch die Verteidigungsministerin mit von der Partie, wenn es um solche Fragen geht. Aber die Bundesregierung als Ganzes muss sich darum bemühen, auf die Türkei einzuwirken, um konkret in diesem Konfliktfall befriedend zu wirken, aber auch weit darüber hinaus. Wir brauchen für die Zukunft weltweite Abrüstungsinitiativen. Und es würde Deutschland gut anstehen, wenn Deutschland da den Aufschlag macht und die Führung übernimmt. Meine Damen und Herren, in der Konsequenz dessen, was ich Ihnen hier gerade vorgetragen habe, werden wir den Punkten 1 und 3 des Antrags der Fraktion DIE LINKE und den Antrag von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. – Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Weinmeister. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit dem Putschversuch in der Türkei haben wir öfter in diesem Parlament über die Situation in der Türkei gesprochen, über das, wie wir unsere Möglichkeiten nutzen können, aufgrund unserer Partnerschaft mit Bursa auch dort Einfluss zu nehmen. Dieser Punkt, der heute hier besprochen wird, ist natürlich einer, der uns umtreiben muss. Umtreiben muss deswegen, weil das Gebiet, und das ist hier schon gesagt worden, innerhalb Syriens eigentlich ein Gebiet ist, das lange Zeit vom Krieg verschont geblieben ist. Eine typische Rückzugszone für Menschen, die auf der Flucht sind. Eine typische Zone, wo man noch eine gewisse Stabilität erreichen kann. Und das, was die Menschen in Syrien brauchen, im Moment ist Sicherheit, Stabilität und Ruhe und keinen Krieg. Und da ist der diplomatische Prozess, der hier angesprochen wurde, die Genfer Runde, nenne ich sie mal, der Prozess von Genf, der entscheidende außenpolitische Punkt, den wir nutzen müssen. Und ich bin sehr dankbar, die Bundesregierung nutzt das auch und bringt sich dort mit ein. Und genauso auch in der Frage in der NATO wird diese Frage angesprochen. Ist das, was die Türkei dort macht, mit den Grundzügen der NATO noch vereinbar? Und deswegen ist es unser Interesse. Das Erste, was passieren muss, ist, dass der Krieg nicht noch weiter nach Syrien hineingetragen wird, sondern dass Menschen in Ruhe und in Sicherheit dort leben können. Und deswegen unser Appell an die Türkei, diesen Vormarsch zu stoppen. Und auf der anderen Seite, ja, die Frage von Wehrtechnik, die Frage von Kriegsgerät und deren Weitergabe an andere Staaten ist ein ständig diskutiertes Thema in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist auch gut so, dass es diskutiert ist. Aber wenn ich jetzt einmal von der Partei DIE LINKE absehe, waren alle Fraktionen oder deren Mutterparteien in irgendwelchen Regierungen in der Bundesrepublik Deutschland
und haben sich immer wieder mit dieser Frage beschäftigt. Und egal, wer das gemacht hat, nach meinem Dafürhalten ist das immer sehr überlegt und nicht hoppla hopp, sondern nach festen Grundsätzen, die wir uns in der Bundesrepublik Deutschland für Waffenexporte gegeben haben. Und deswegen glaube ich, dass wir das immer wieder hinterfragen müssen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Diskussion angeschaut habe bei der Frage der Jesiden, als die kurz vor dem Völkermord oder dem Völkermord schon begonnen hatte und sie vor der absoluten Ausrottung standen, habe ich das Gefühl gehabt in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir dort hineingehen und mit Waffen und mit Ausbildern helfen, dass das auf eine große Unterstützung gestoßen ist. Es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt immer bestimmte Situationen, auf die eine Regierung, auf die mein Land dann auch entsprechend reagieren muss und versuchen muss, den bestmöglichen Weg zu gehen. Der bestmögliche Weg in dieser Situation ist nicht der Krieg, sondern die diplomatische Verhandlung. Der bestmögliche Weg ist das Gespräch, ist der Frieden und die Stabilität in der Region. Und der bestmögliche Weg ist, dass wir mit unseren Möglichkeiten, so bescheiden sie auch sind, versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten. Wobei meine fromme Hoffnung ist, dass wir es schaffen können, das, was Kollege Krüger angedeutet hat. Ich möchte gerne alle die in der Türkei unterstützen, die ein demokratisches System mit Gewaltenteilung, mit Rechtsstaatlichkeit voranbringen wollen. Das sind unsere Freunde innerhalb der Türkei, und die wollen wir unterstützen. Ich glaube, das ist ein Weg, wo wir auch für mehr Frieden in der Welt beitragen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kommen dann zur Abstimmung. Zunächst über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/5990. Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Kollege Rudolph, sollen die Absätze 1 und 3 zusammen abgestimmt werden und der Abschnitt 2. Ist das richtig? Dann verfahren wir so, und ich rufe auf die Abstimmung über die Ziffern 1 und 3 des Antrages. Wer dem zustimmt, darf ich um das Handzeichen bitten. Das sind die Fraktionen DIE LINKE und die Sozialdemokratie sowie Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen GRÜNE, Freie Demokraten und CDU. Enthaltung demnach keine. Damit ist dieses abgelehnt. Dann stimmen wir ab über die Ziffer 2 des Antrags. Wer stimmt dem zu? Das ist die Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Damit ist auch dies abgelehnt. Wir haben dann noch den Dringlichen Antrag Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gehe ich davon richtig in der Annahme, dass der auch abgestimmt werden soll? Dazu gibt es zunächst einen Änderungsantrag, der mündlich eingebracht worden ist. Wenn ich das richtig notiert habe, soll in der viertletzten Zeile geändert werden, dass die Worte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ersetzt werden durch die Bundesregierung. Habe ich das richtig verstanden? Dann stimmen wir zunächst über diesen Änderungsantrag ab. Wer dem zustimmt, dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist, soweit ich das sehe, das ganze Haus. Ich frage vorsichtshalber, gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Nein. Dann ist der Änderungsantrag so beschlossen. Und wir stimmen ab über die Drucksache 19/6001 aus der 19. Wahlperiode in der geänderten Fassung. Wer dem zustimmt, dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist das ganze Haus. Damit ist dieser Antrag so beschlossen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der vorgesehenen Tagesordnung. Ich habe keine Hinweise, dass aus den nicht erledigten Tagesordnungspunkten irgendetwas nicht ins nächste Plenum geschoben werden soll. Das bleibt auch dabei. Dann verweisen wir alle nicht erledigten Tagesordnungspunkte ins nächste Plenum. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg und schließe die Sitzung. Schönes Wochenende.